Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Security Breach. Wir müssen jetzt Freddy aus der Reparaturabteilung befreien, weil der Mond ihn dorthin verschleppt hat. Er hat es leider nicht rechtzeitig zur Ladestation geschafft, im Gegensatz zu Gregory. Und hier in der Reparaturabteilung sind leider lauter Endoskelette. Und die bewegen sich nur dann, wenn ich nicht hingucke. Was wieder mal, was ein durch zugegebenermaßen etwas ist, was nicht das erste Mal in einem Horrorspiel vorgekommen ist, aber das macht es nicht weniger gruselig, um ehrlich zu sein. Weil dadurch, dass man eben die ganze Zeit die Viecher im Blick behalten muss, kann man sich leider nicht wirklich in die Richtung umgucken, in die man laufen möchte. Weil man die Viecher ja die ganze Zeit im Rücken hat. Jedenfalls, hier noch einmal, einmal möchte ich euch wenigstens zeigen, wie ich wieder hierher gekommen bin, denn leider musste ich vom letzten manuellen Speicherstand aus wieder bis hierher laufen. Oh Gott! Oh, Scheiße! So this is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. No, 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 no. Okay. Komm schon. Mach die Scheiße. Oh, Mann, 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 oh, Gott sei Dank. Und um es nochmal klarzustellen, nein, 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 nein. Hier ist nichts zum Speichern da. Aber wenigstens war ich ziemlich schnell wieder hier. Ich habe zwar den Sammelgegenstand nicht nochmal eingesammelt, aber das wäre mir jetzt auch echt zu stressig gewesen, bin ich ganz ehrlich, ey. Zugegeben, wenn man weiß, wo welche Knöpfe sind und wie man zu laufen hat, dann geht's einigermaßen. Dann kann man ziemlich schnell da durchrushen. Macht es nicht weniger anstrengend, um ehrlich zu sein. Naja. Let's go, let's go, let's go! Zum Glück sind es so viele, dass die gar nicht hinterherkommen können. Wait. Ich bin, glaube ich, gerade falsch gelaufen, oder? Ich müsste eigentlich durch das Tor wieder zurück. Hi. Guckt euch das an. Ich war Millisekunden von der Speicherstation entfernt. Ich... Kotze. Scheiße. Warum verfolgen die mich immer noch? Warum verfolgen die mich immer noch? Wollte mich eigentlich komplett verarschen. Habe ich jetzt überhaupt eine andere Möglichkeit? Ich habe doch keine andere Möglichkeit mehr. Irgendwo weiterzukommen. Gab es irgendwo eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Scheiße. Nee, ich sehe hier einen Scheißdreck. Wo genau soll ich jetzt bitte schön lang? Leck mich.
Wo gab es denn hier bitte schön eine Tür, die ich jetzt mit der Sicherheitsfreigabe Stufe 4 öffnen kann? Nein. Verzieht euch doch einfach. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Ich kann zum Glück auf meine Fastwatch gucken, ohne dass die mir hinterherlaufen. Aber was bringt mir das? Die laufen jetzt hier überall rum, aber ja, da bin ich gerade auf der Kamera zu sehen, ganz links. Aber ich weiß nicht, wo ich lang soll. Kehre zu Einzelteile und Service zurück. Warte mal, hätte ich durch den Lüftungsschacht zurückkehren können? Scheiße. Alter, die sind so scheiße schnell. Scheiß auf Speichern. Ich kann ja leider gerade nicht speichern, weil die sonst... Ja, seht ihr? Die kommen mir direkt hinterher. Aha, ja. Ich weiß, ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Scheiße. Kacke, 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 kacke. Bitte, 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 bitte. Oh. Hier werde ich doch jetzt wohl hoffentlich vor den Viechern sicher sein, oder? Ich hätte so gerne jetzt ehrlich gesagt gespeichert, aber die Endoskelette haben mich ja nicht gelassen. Die hätten mich im Leben nicht gelassen. Schnauze, Roxy. Ah, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Halleluja! Oh! Ja, bitte! Ich will da nie wieder hin. Keine Ahnung, wegen dem Sammelgegenstand muss ich da wahrscheinlich trotzdem wieder zurück. Aber scheiß drauf. Das ist das Problem von Zukunfts-Clay. Und der wird mich dafür hassen. I don't see a way to control it from here. Ja, gut. Aber mit Sicherheitsstufe 4... scheine ich hier irgendwo... Hier, oder? Komme ich da jetzt rein? Ja. Mission erfüllt, Lager. Kehre zu Einzelteilen und Service zurück. Oh. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out, there's no record of him. How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on the new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Alter. Der arme Freddy, ey. Ich hab richtig Mitleid mit dem. Was zum... Es gibt keine Aufzeichnungen über Gregory? What? Wie kann das denn sein? Also, es gibt keine Aufzeichnungen mit ihm, bedeutet, er ist nicht... er ist nicht Gregory. Wirklich... I am so glad you are here and alive. Freddy! Use the console to let me out. Oh, boy. Gerät verwenden. Moment, vorher schaue ich mich noch einmal um hier. Nur um sicher zu gehen. Also Freddy soll jetzt quasi nochmal general überholt werden. Ein neues Endoskelett.
soll angebracht werden. Mit anderen Worten, ich gehe stark davon aus, dann wäre er nicht mehr in der Lage, mir zu helfen. Überhaupt nicht mehr. Warum ist das hier zerstört? Gefällt mir nicht. Glam Roxy Figur. Cool. Eine Sammelfigur. Das ist doch genau mein Geschmack. Von einem Sammelgegenstand. Aha. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Chica-Upgrade. Wartungsprotokoll Chica, lasst sie nicht singen. Das bringt die Navigation der anderen Bots durcheinander. Es war einfach nur brutal, als sie während des Live-Auftritts gesungen hat. Stuff-Bots, die Tabletts fielen ließen. Chaos, verletzte Gäste, 12 Anzeigen. Testexperimentelle Sprechbox fehlgeschlagen. Austausch empfohlen. Okay. Also Chica kann leider nicht wirklich singen. Alter, hier sind aber eine Menge Nachrichten jetzt. Monty-Upgrade. Und was noch? Roxy-Upgrade. Hätte ich mir denken können. Monty-Upgrade, Wartungsbericht Monty. Dank des Upgrades von Montgomery's... sein Name ist doch Montgomery. Ich war mir eine Weile lang nicht sicher. Von Montgomery's Clown kann er Bass spielen. Nach den Auftritten sorgt er damit meistens nur für Unfug. Wird langsam teuer, ständig den Zaun zu flicken. Ja, dann macht halt ein Downgrade und kein Upgrade bei ihm. Sorgt dafür, dass der nicht so krass stark ist, wenn er auch aggressiv ist. Aber sorgt dann dafür, dass er trotz seiner Aggressivität nur so stark ist, dass er, keine Ahnung, nicht mehr eine Tür aufbrechen kann. Keine Ahnung. Roxy Upgrade. Wartungsprotokoll Roxy. Roxy sieht die Dinge völlig anders als die anderen. Mit diesem Upgrade sollte sie mehr Rennen gewinnen. Es gibt jedoch ein paar Nebenwirkungen. Manchmal starrt sie auf eine Mauer und redet mit den Bots auf der anderen Seite. Ha! Also kann sie quasi durch Wände gucken, oder wie? So verstehe ich das jetzt. Ha. Okay, einmal aufladen, kann nicht schaden. Cool. Speichern auch auf jeden Fall. Puh. Ey, das Spiel ist echt so unglaublich stressig. Hier hat jeder scheinbar seine eigene Upgrade-Kammer. Nett. So, Gerät verwenden. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Okay. Energie-Upgrade. Ach, es ist das Einzige, was möglich ist. Okay, klar. Die anderen Upgrades gehören zu den anderen Animatronics. Please enter the protective cylinder to continue. Okay. What did they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you, reattach my head? I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Warum? Warum? Wie jetzt? Es wird empfohlen, dass kein Fehler gemacht wird? Was passiert sonst? Warum gibt es so etwas? To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Scheiße. Rot, grün, gelb, blau. Okay. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Ich war mir gerade unsicher. Oh, ich muss grün. Okay. Grün, gelb. Ich bin ehrlich gesagt neugierig darauf, was passiert, wenn ich einen Fehler mache. Einfach nur, weil gesagt wird, es wird empfohlen, keine Fehler zu machen.
Also ich weiß, dass jetzt blau kommt, aber ich mache jetzt mal rot. Absichtlich. Cool. Es ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe, dass es passieren würde. Warum gibt es so etwas? Wenn diese Animatronics beim Reparaturprozess beim kleinsten Fehler des Personals sofort in den Aggro-Modus gehen und sie umbringen. What the fuck? Ich meine, dass der Typ das gesagt hat, dass keine Fehler empfohlen werden. Dass der das gesagt hat, bedeutet ja eigentlich im Prinzip, dass es schon vorher vorgekommen ist, dass ein Fehler gemacht wurde und die Animatronic hat dann, wer auch immer da gerade drin war, in Stücke gerissen. Also, was zur Hölle? Grammar function error. Warum sollte... Could you, reattach my head? I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Ja. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Das Personal außerhalb dieser Röhre wird beschützt. Das innerhalb ist scheißegal oder was? Warum? Das erklärt auch ehrlich gesagt, warum ich hier keine Mechaniker rumlaufen sehe. Die haben entweder Feierabend. Was komisch ist, weil ich glaube, die Mechaniker müssten hier genauso wechselnde Schichten haben wie Krankenschwestern im Krankenhaus, wenn man bedenkt, dass die Animatronics auch nachts hier komplett rumlaufen und nicht einfach deaktiviert werden. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig so ist oder ob das alles an Vanny liegt und dass die hier alles komplett durcheinander bringt. Keine Ahnung. Aber, Alter... Es würde auf jeden Fall erklären, warum hier keine Mechaniker rumlaufen. Ich würde so einen Mechanikerjob auch nicht haben wollen. Dann wäre es doch sicherer, einen ferngesteuerten Roboter hier reinzuschicken und den Drecksjob machen zu lassen, damit wenigstens der kaputt gemacht wird und nicht ein Mitarbeiter kaputt gemacht wird. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Blau, gelb, grün, okay. Also, blau, gelb, grün, rot. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Vor allen Dingen total nett, dass ich bei den Drähten direkt mir direkt vier Sachen merken muss. Und hier fangen die erstmal ganz leicht mit nur einer Sache an. Und dann sind es zwei. Ich habe mir gerade eben schon vier Farben gemerkt. Warum wird jetzt auf einmal der Baby-Modus aktiviert? Yay, Upgrade abschließen. Schließe die Prozedur über den Zugriffscomputer ab. Yay, ich hab's wohl geschafft. Job. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Yay. Vor allen Dingen, warum heißt er Schreckeinheit? Was ist das denn bitte für ein Name für eine automatische Stimme? Schreckeinheit. Upgrade abschließen. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phascam could work. Where do I get one? You can win a Phaser Blaster in Phaser Blast. Phascams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Okay, also ein Partypass bei Chicas Green Room besorgen und diesen dann benutzen, um entweder einen Phaser Blaster oder eine Phaser Cam zu besorgen. Check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes and Monty was given better claws.
We have to get these. We could upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Ja, eindeutig ist euer Programm auch einem Upgrade unterlegen, einem negativen in diesem Falle. Okay, genau. Das ist von Chica. Das ist von Roxy. Oh, die sind alle gerade betretbar. Aber mir wurde gesagt, dass ich nur den von Roxy gerade benutzen kann, um zu Chica zu kommen. Okay, und scheinbar hat jede Animatronic ein einzigartiges Upgrade bekommen, das wir theoretisch scheinbar irgendwie erlangen können. Mit anderen Worten, es gibt eine Möglichkeit, sie zu zerstören. Ich bin ganz ehrlich, das klingt schon ziemlich... Ich meine, ich verstehe Freddys Standpunkt, da er einer von ihnen ist. Okay, ich wollte es nur einmal austesten. Auch wenn Freddy mir bereits gesagt hat, dass das nicht geht. Aber ja, irgendwas stimmt hier nicht. Die Tatsache, dass Freddy auch die Vanny nicht sehen konnte, spricht eigentlich auch Bände. Irgendwas stimmt hier nicht und Vanny ist dafür verantwortlich, ganz eindeutig. Also, die Fast Camp bekomme ich bei Monty Golf. Wo bekam ich die anderen Sachen nochmal her? Der Phaser Blaster? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist bei irgendetwas, das mit Chica zu tun hat. Kann das sein? Naja, also die Tatsache, dass die Animatronics eventuell zerstört werden können? What? Okay. Who's there? No. It's nothing. Don't get distracted. Don't be a loser. Get back out there. Okay. Ich sollte sie... Das war beabsichtigt? Ich sollte sie einmal ganz kurz ablenken, damit sie rausgeht? Viereck-Shirt, cool. Mist. Das Problem ist, jetzt ist sie da draußen am Patrouillieren, oder? Nein, danke. Jetzt, Vanessa läuft hier auch rum? Von ihr darf ich mich auch nicht erwischen lassen, aber komm ich... Oh, ich komme hier raus. Oh. Stop hiding. Ich weiß jetzt gerade nicht. You're in such big trouble, Mister. Ganz kurz auf der Fastwatch gucken. Da ist Roxy und da bin ich. Chicas Raum ist hinter mir sozusagen. Okay. Kann ich hier bitte... Alter, ich komme hier nicht rüber. Warum? Oh no 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 no. Was? Wie kamen sie da jetzt rein? Nein.
Sie hat wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich die Sicherheitsfreigabe hat, klar. Shit. Gibt es hier irgendwie einen Weg dorthin? Ich gucke gerade noch mal. Ich glaube nicht. Ah, jetzt bin ich wieder bei der Bühne. Ah, okay. Dann kann ich doch die Gelegenheit nutzen und hier einmal wenigstens speichern. Okay. Habe ich das wenigstens schon mal. So. Wow. Scheiße. Hab's nicht mehr geschafft. La 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 la. Oh Scheiße. Vor allen Dingen witzig, dass die scheinbar nur bei Gregory auf Agro-Modus geschaltet sind, aber nicht bei Vanessa. Warum? Weil die nichts merken soll? Oder weil sie auch noch zumindest gewisse Admin-Rechte hat? Ich habe keinen Plan. Wie komme ich jetzt bei Chica in den Raum? Ich muss da rein, aber meine Sicherheitsstufe ist noch nicht hoch genug. Bei Freddy kann ich auch nicht mehr rein. Großartig. Was? Ach, in ihrem Raum oder was? War da Roxy drin? Ah, doch, ich kann in Freddys Raum rein. No. Hoch da! Alter. Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt. Aber großes Glück. Vanessa ist hier reingelaufen, hat aber... Warte mal, ich speichere einmal. Und jetzt möchte ich mal wissen, was passiert, wenn ich mich von Vanessa schnappen lasse. Kriege ich dann auch einen Jumpscare? Vanessa. I bet your parents are worried about you. Es geht, Vanessa. Hi. Ich laufe ihr mal hinterher. Sie checkt das einfach nicht. Es geht. Alter, ich berühre sie gerade sogar. Mädel. Nein. Vanessa selbst schnappt mich nicht, sondern hat eigentlich nur die Rolle eines Security-Bots? Die macht ja nicht mehr als ein Security-Bot. Die zeigt mit der Taschenlampe auf mich und wartet, bis eine andere Animatronic mich holt. Ja, supi. Naja. Bitte sagt mir, dass ich hier... Ah, geil. Dass ich hier sicher bin. Ah, das ist Roxys Raum. Okay. Also ich kann jetzt auch die Abdeckungen generell. Are you hungry? Bin ich, theoretisch. Aber so lockst du mich nicht heraus. Also hier in diesem Schacht scheine ich sicher zu sein. Ausnahmsweise. Doch nicht! Alter, halt dein Maul, ey. Du Drecksvieh. Montys Missetaten. Alter, wie ich erwartet habe, der hat hier alles auseinandergenommen. Der hat keinen Stein auf dem anderen liegen lassen. Komme ich von hier aus wieder in den Lüftungsschacht zurück?
Nö. Das ist schlecht. Da komme ich auch nicht. Doch, den Aufzug kann ich nutzen. Aber wo komme ich denn dann? Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich dann hinkomme. Ich komme dann wahrscheinlich wieder unten zur Reparatur zurück, oder? Denke ich mal. Yay. Ist gut jetzt. Hallo, warum geht's denn jetzt bitte schön nicht weiter? Der Aufzug hat ziemlich lange gebraucht. Ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Um ehrlich zu sein. Was? Hallo. Hä? Die Türen öffnen sich nicht. Warum öffnen sich die Türen nicht? Ach, come on! Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, keine Ahnung, warum die Türen gerade eben sich wieder geschlossen haben. Fragt mich was Leichteres. Komischerweise ist der Aufzug von Montgomery jetzt nicht aktiviert. Komisch. Ah. Da 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 da. Das wird hoffentlich nicht weggeclaimed. Da 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 da. Es wird immer lauter auch, ne? Naja. Ach, schlimm ist das. Ah, na toll. Jetzt ist sie wieder da. Who's there? It's nothing. Don't get distracted. Don't be a loser. Get back out there. So, okay. So, also. Prinzipiell muss ich einfach nur zu Freddys Raum, der direkt hier nebenan ist. Tja, schade, denn so lange wird es wohl oder übel hier dauern. So, okay. Jetzt kann ich wenigstens nochmal speichern. Yay. Also. Bin ich mir sicher. So. Ich warte mit dem Sprinten, bis das Drecksviech wieder herkommt. Wieso wurden die wieder angebracht? Ich dachte, sobald ich die einmal entferne, sind sie auf ewig abgeschraubt. Scheint nicht der Fall zu sein. Komisch. Wo ist endlich Chicas Raum? Da. Das muss er sein. Gut. Freddy, I found the party pass. Yes. Well done. Die Party kann steigen, habe ich gerade als Bronzetrophäe gekriegt. Und ich kann da nicht raus. Gib den Staffbots Partypässe, um Bereiche des Pizzaplex freizuschalten. Okay. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Recharge station. You should be able to see their locations on the map.
Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade richtig bin. Ich glaube ja. Scheiße! Okay. Theoretisch in Roxys Raum. Oder hier bei Freddy, da ist auch eine Ladestation. Nur die bei Chica kann ich leider nicht benutzen. Ist ein Problem. Aber warum hat mich gerade eben das Vieh verfolgt und jetzt auf einmal nicht mehr? Schon komisch. Wetten, jetzt wird es mich wieder verfolgen? Ich wette mit euch, dass das so sein wird. Das letzte Stück bis zu Chicas Raum sprinte ich dann lieber. Oh, die Nachricht habe ich übersehen. Nehme ich mal mit. Schaden kann es ja nicht. Chica-Bericht. Bericht über Fehlverhalten. Chicas Persönlichkeitschip hatte schon immer seine Eigenheiten, aber der neue Monty Mystery Mix / Sirup mit Pizzageschmack hat ihrer Programmierung echt übel mitgespielt. Sie hat seinetwegen schon Gäste, Mitarbeiter und Staff attackiert. Wir sollten den Monty Mystery Mix zurückrufen, bevor wir mit Anzeigen überschüttet werden. Montys Missetaten. Bericht über Fehlverhalten. Monty ist wieder nicht zum Auftritt auf der Hauptbühne aufgetaucht. Wir fanden ihn dort, wo wir ihn immer finden, auf den Stegen über Monty Golf. Der letzte Monat darf sich nicht wiederholen. Jemand hat das Hole-in-One geschafft und er wurde vom Hurricane-Behälter umgehauen. Beide Beine waren gebrochen und das bedeutet eine Notfallschicht für Einzelteile und Service. Okay. Freddy, I found the boarding pass! Well done. Again. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Kacke. Ich muss doch bis zu Freddys Zimmer. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch dahin komme. Ich glaube ja. Ich werde es noch irgendwie gerade so dahin schaffen. Knappe, knappe, klappe, klappe, klappe. Ah. Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Monty Golf. However, it can only be used once. Great. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Nein, scheiße. Mist. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich jetzt aus Versehen in die Ladestation reingestellt und ich glaube, das war nicht gut. Gerade eben war das ja noch storymäßig nötig, um mondlos zu werden, aber jetzt bin ich da noch einmal reingegangen. Scheiße. Ich muss vorsichtshalber noch einmal den Spielstand neu laden. Sorry, Leute. So, entschuldigt, Leute. Ich habe noch mal vorsichtshalber den letzten manuellen Speicherpunkt geladen, weil ich mir unsicher war, ob der automatische Speicherpunkt nicht eventuell sogar das eine Mal Verstecken mitgenommen hat. Lustigerweise bin ich bin jetzt gerade wieder in Chicas Raum und aus irgendeinem Grund ist das Ding jetzt nicht aufgestellt. Erzähl mir nicht, das stellt sich gleich automatisch auf. Huh. Freddy, I found the party pass. Well done. Oh crap, it's that horrible moon thing again. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Erledigt. That party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Monty Golf. However, it can only be used once. Okay, also jetzt muss ich ins Atrium, ne? Dass ich das Viech höre, aber nicht sehe, ist so schlimm. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie genau ich noch einmal jetzt
in die Lobby komme. Oder ins Atrium. Ich versuch's hier nochmal. Nee. Na toll. Das ist schon geschlossen. Und das Blöde ist, ich weiß nicht, ob, wenn ich jetzt mit Freddy in eine Ladestation gehe, ob das irgendwie zählt. Ich will ihn jetzt auch nicht komplett den ganzen Akku wegziehen. Das hört sich an, als ob der hier im Raum wäre, aber man sieht ihn halt null. Das ist so weird. Naja, ich speichere auf jeden Fall an der Stelle einmal manuell ab. Und ich würde sagen, um den Rückweg kümmern wir uns im nächsten Part. Für heute würde ich allerdings erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.